Moin Moin, hier ist der F. Und Katharina. Es ist der 9.9.2021. Wir haben 8.20 Uhr und wir sind bereits knapp über 2000 Meter. Und die Stelle, die kommt euch vielleicht auch ein bisschen bekannt vor. Ich zeige euch das mal, während wir hier quasseln. Hier war ich nämlich schon zweimal, Katharina auch schon mal. Stichwort Ilmspitze. Siehe dieses Video hier, beziehungsweise auch Link in der Videobeschreibung. Heute ist allerdings nicht die Ilmspitze dran, oder? Was ist denn heute dran? Heute haben wir Premiere. Wir wollen das erste Mal auf über 3000 Meter. Unser Ziel ist nämlich der Habicht mit 3277 Metern. Das hatten wir eigentlich letztes Jahr schon vor, so als Hochzeitstag-Geschenk. Hat auch nicht so ganz geklappt, weil da war was. Ich mir ja die Bänder zerstören musste, kurz vorher. Ja, einen Tag vorher. Toll, prima gemacht. Ja, auch dieses Jahr soll es ein Hochzeitstagsgeschenk werden. Fast nicht ganz vom Datum, aber fast. Und ja, wir sind jetzt schon gespannt, wie es uns ergehen wird. Wie gesagt, unser erstes Mal über 3000 Meter. Also quasi mal nicht lang rum. Machen wir los. Wir laufen jetzt weiter bis zur Innsbrucker Hütte auf 2369 Meter. Dann melden wir uns wieder. Den Weg bis dahin, den habe ich ja schon gefilmt. Wenn es interessiert, der kann ja einfach mein Video aus dem Jahr 2017 ansehen. Wir müssen jetzt erstmal an der Hütte vorbeigehen. Sind auch schon ein paar Wegweiser zum See, den nehmen wir beim Abstieg mit Habicht 3 Stunden. Ja, und da sieht man schon, wo der Weg entlang geht. Da oben sind noch ein paar andere. Sind doch nur noch 900 Höhenmeter von 2000. Tada, wir haben schon mehr als die Hälfte. Wir müssen jetzt hier gleich links weg. Hier ist irgendeine Kante. Oh ja. Ja. Okay, da geht's weiter. Hier müssen wir ein bisschen einen Bogen machen. Was hast du da? Oh, der Gipfel! Hier ist er! Ich will noch einer werden. Wieso, sind wir noch nicht da? Nein, nein, du musst da hoch. Du meinst... Oh, shit. Immer diese Hiobsbotschaften von dir. Okay, wir sind erst auf 2500 Meter. Höhenmeter, Schrubbenschatz. Ach so, verstehe. Okay, machen wir. Heute definitiv. Mit insgesamt 2000 Höhenmetern. Nein, diesmal kommen sie nicht an unser Futter ran. Für euch zur Orientierung, der Weg geht jetzt erstmal hier weiter. Dann geht es am Habicht so schräg hoch bis etwa dahin und dann geht es gerade hoch. Wir sind jetzt auf 2550 Meter Höhe und hier kann man nach unten schauen und siehe da, wir haben den See entdeckt. Nachdem man den See von hier oben so gut sieht, wer weiß, ob man ihn von unten überhaupt so gut sieht, haben wir jetzt eine weitere Option,
nämlich wir müssen gar nicht mehr unbedingt hin. Das entscheiden wir dann auf dem Abstieg, je nachdem, wie viel Zeit wir noch haben. Wir sind jetzt auf etwa 2600 Meter. Hier ist eine Gedenktafel. Und was ich hier gerade so sehe, einerseits der See da unten, ja, und andererseits sehe ich hier von Süden lauter Wolken über die Berge ziehen. Auch am Habicht sind schon ein paar Wölkchen drüber, sieht man jetzt gerade nicht. Die Wettervorhersage für heute war eigentlich gut, sollte nachmittags sogar klarer werden als vormittags. Sieht eher nicht so aus. Drückt uns mal die Daumen, dass wir oben eine tolle Sicht haben. Nicht wie auf der Ebenspitze. Ja, da war nur Suppe leider. So, jetzt haben wir die Umgehung beendet. Nochmal ein Rückblick. Hier ist die Schlucht, die wir umgangen haben. Das haben wir jetzt geschafft. Und hier macht der Weg jetzt einen Knick nach rechts. Jetzt geht's richtig einen Berg hoch. Wir sind jetzt auf etwa 2620 Meter Höhe. Und gleich nebendran, sehe ich gerade, ist sogar ein Biwakplatz. Ah! Luxus, oder? Nicht schlecht. Miniatursteinmann. Er ist so klein. ja. Also der Weg ist nicht zu verfehlen, wie man sehr deutlich sehen kann. Schön wäre es, wenn es so leicht nach oben gehen würde, wie die ganze Zeit. Aber wie man sehr deutlich sehen kann, nimmt die Steigung gerade deutlich zu. Jetzt geht's richtig zur Sache. Wir haben gesagt, wir wollten keine Wolken da oben auf dem Gipfel. Wir sind jetzt auf 2800 Meter Höhe und es geht nach wie vor ziemlich steil nach oben. Und da ich sowieso ein bisschen Probleme mit Höhenluft habe, fällt mir das jetzt zunehmend schwer. Katharina ist natürlich auch davon, ist klar, der macht das nichts. Das gibt noch eine Herausforderung für mich.
Da schwebt sie dahin. Mein einziger Trost ist, sie muss auch ganz ordentlich schnaufen. Wer Plattenklettern liebt, kommt hier definitiv auf seine Kosten. Der Gipfel ist nah, bevor in Wolken. Wir sind jetzt etwa bei 2920 Meter. Es ist deutlich frischer geworden. Hier fetzen auch die Wolken durch. Deswegen frösteln wir auch ein wenig. Die Leute, die uns entgegenkommen, die schon am Gipfel waren, die haben auch alle fleißig Jacken an und Handschuhe. Die werden wissen, warum. Und ihr seid live dabei, wenn wir erstmals höher steigen als die Zugspitze, die ja 2962 Meter hat. 61. Yeah! Come on! Einmal Pönk. Unser bisher höchster Punkt. Und die 3000, die knacken wir jetzt auch noch. 96. 97. 98. 99. Und 3000, yes! Hey, 3000 Meter. Na dann, packen wir die letzten 277 Meter an. Die gehen wir auch noch. Allerdings, im Moment geht es mir noch verhältnismäßig gut, von wegen Höhenluft. Wie sieht es bei dir aus? Alles bestens. Ich darf nur nicht zu euch angasen, wenn ich richtig Stoff gebe. Das macht der Kreislauf nicht mit. Ich bin scheinbar schon zu alt für den Scheiß. Egal, los geht's. Da sieht man jetzt gut, wie es die Wolken hochfetzt. Uns sind jetzt schon einige vom Gipfel entgegengekommen und die haben wir natürlich alle nach der Aussicht gefragt und die haben gemeint, es wäre schon wolkig, aber es wird immer mal wieder aufreißen. Also drückt uns weiterhin die Daumen. Bitte, bitte. Ich will nicht die 3277 Meter nach oben gestiegen sein, um dann in der Suppe zu stehen. Was fotografierst du denn da? Ein luftiges Biwak. Biwak? Oh cool. Auf 3030 Meter Höhe. Liegt sogar noch Schnee drin. Wow, frisch. Aber stark. Eine coolere Aussicht gibt es jedenfalls nicht. So viel steht fest.
Na dann. Wir sind jetzt auf 3050 Meter Höhe. Jetzt haben wir die Auswahl zwischen dem Gipfel, dem Gipfel und dem da ganz hinten. Dreimal dürft ihr raten, welcher der richtige ist. Genau, der ganz hinten. Ich hoffe, ihr seht mir nach, dass ich hier kein Schneebad nehme. Es ist nämlich schon frisch genug. Wir sind jetzt auf 3100 Meter und von hier können wir sogar schon das Gipfelkreuz sehen. Aber es zieht sich noch ein bisschen, wir müssen nämlich hier über die Flanke kommen. Nur gerade die Orientierung leicht verloren. Wo ist der nächste rote Punkt? Da, Volltreffer. Da ist schon einer. Also, verirren ist hier nicht. Aber wir müssen hier nach rechts jetzt. Na, spamst du wieder den WhatsApp-Status voll? Jeder braucht ein Hobby. Bei den Motiven hier, da hat's auch völlig recht. Der eindeutige Beweis, hier haben einige Leute zu viel Zeit gehabt. Ist aber auch so viel Baumaterial. Ja, Wahnsinn. Wie so ein Lost Place hier. Jo, okay. Mit genialer Aussicht. Also von hier haben wir schon mal Aussicht. Ja, und im Moment schaut es vom Gipfel auch ganz gut aus. Also dann geben wir mal Gas. Vielleicht haben wir ja Glück, dass wir gerade wolkenlos haben. Das Gipfelkreuz ist schon in greifbarer Nähe. Wir sind in 3200 Meter Höhe. Und zumindest was mich betrifft, sind die Auswirkungen der Höhenluft deutlich spürbar. Ich keuche jetzt schon recht fleißig rum. Muss mit meinem Kreislauf gut aufpassen. Wenn ich hier einen richtig großen Schritt mache, einen anstrengenden, dann sackt mir jedes Mal der Kreislauf weg.
Aber solange ich hier ein Minischrittchen nach dem nächsten mache, funktioniert es ganz gut. Bei dir alles okay? Alles bestens. Ach, war klar. Sie ist ja auch 16,5 Jahre jünger. Uah, Hilfe. Und ist nicht so trottelig und tritt blöd auf den Stein drauf. Ganz kurz vor Schluss. Es ist 13 Uhr, wir sind auf 3277 Meter Höhe auf dem Gipfel vom Habicht. Mit Aussicht. Mit Aussicht, genau. Nicht in den Wolken. Und die kommt jetzt. Katharina turnt hier schon wieder fleißig rum. Der macht die Höhenluft gar nichts aus. Oh, sie hat einen interessanten Biwakplatz gefunden. Was machst du da eigentlich? Ein Geocache? Ah, deswegen. Wir verraten allerdings nicht, wo es liegt. Soll ein bisschen Spannung erhalten bleiben. Tja, das war nun unser erster 3000er. Test bestanden. Check. Also, so wie es ausschaut, ist das auch kein echtes Problem für uns. Ich musste zwar ein bisschen hecheln, aber ansonsten alles gut. Wie sonst auch. Ja, und da es jetzt ein bisschen kalt geworden ist, haben wir uns ordentlich eingemummelt und Katharina mümmelt. Was meinst du, wie hat es dir gefallen? War eine wunderschöne Tour, war mal was ganz anderes, so hoch hinaus, sieht dann auch alles anders aus am Berg. Die Aussicht ist grandios. Stimmt, wobei ich jetzt nicht sagen möchte, dass ein 3000er zwangsläufigerweise schöner ist als ein 2000er, 2500er. Es ist halt hier oben alles recht karg, so eine Steinwüste. Und ja, ein schöner 2000er mit ein paar Kraxeleinlagen finde ich genauso gut. Wir mischen in Zukunft einfach. So machen wir das. Ach übrigens, was die Schwierigkeit angeht, schaut einfach mal in Katharinas Blog nach. Da hat sie das sehr schön beschrieben. Den Link findet ihr wie immer unten in der Videobeschreibung. Wir chillen hier jetzt noch ein bisschen und dann machen wir uns wieder auf den Rückweg, der übrigens exakt der gleiche ist wie der Aufstieg.
Deswegen beende ich an der Stelle auch das Video. Wenn noch was Interessantes kommt, wie immer, dann schalte ich natürlich noch ein. Spätestens am Auto gibt es nochmal ein Wiedersehen. Und ansonsten sage ich danke fürs Zuschauen, macht's gut und bis zum nächsten Video. Ciao! Gehst du jetzt bitte zur Seite? Danke. Geht so. Und steh nochmal zwei. 19:45 Uhr. Check. Wir haben das Ding gerockt. Für den See hat es zwar leider nicht mehr ganz gereicht aus Zeitgründen, aber den hat man ja von oben sehr gut sehen können. Und jetzt machen wir das mal heimkommen. Macht's gut. Ciao. Ja.